Seid gegrüßt, liebe Freunde. Ich hoffe, euch geht's soweit gut. Wir werden jetzt mal wieder die kleinen Kaninchen hier besuchen und einen kleinen Überblick verschaffen. Und ich muss jetzt schon an der Stelle sagen, heute ist noch nicht das Video der Bodenhaltung. Ich hatte gestern hier noch ganz fleißig herumgewerkelt. Ich weiß nicht, ob man das von der Entfernung hier sehen kann. Und zwar sind oben jetzt alle Dachelemente installiert, sage ich mal. Von daher gehen wir heute einen Schritt weiter und wollen uns mit den Bodenhaltungselementen ein Stück weit beschäftigen. Da ich aber erst nach der Arbeit dazu komme, ne, ich bin ja ein ordentlicher Arbeiter, sage ich mal, ne, man muss ja irgendwie seinen Lebensunterhalt ein Stück weit verdienen, wird das erst heute Abend passieren. Gestern war ich tatsächlich noch unter dem Regen, ne, wie ein Survivor sozusagen, war ich dort in Gange und habe das dann alles mehr oder weniger fertiggestellt. Da gehen wir gleich mal nach oben und schauen uns das Ganze mal aus der Nähe an, sage ich mal. Und heute plane ich, mich mit der Materie der Bodenhaltung ein Stück weit zu beschäftigen. Von daher hoffe ich, wenn alles glatt läuft, dass wir morgen uns das gemeinsam per Video ein Stück weit anschauen können. Nun gut. Also, was machen die kleinen Kaninchen hier? Gestern haben sie alles Mögliche bekommen. Die haben Kohl und Karotte und geschnurrte Blätter aus Aldi haben sie auch bekommen. Von daher, die waren gut versorgt hier. Ich habe jetzt den Muttis hier, also ihr und diesen zwei, immer mal ein bisschen mehr gegeben, damit nicht eventuell der Verdacht aufkommt, dass sie zu wenig oder nur zu einseitig haben. Und dann entsprechend die Kindlein auch geboren werden können. Zumindest hoffe ich es jetzt mal so an dieser Stelle, ne? Wasser ist aufgefüllt, aber schon ein bisschen verbraucht. Aber so soll es ja auch sein, ne? Also sie hier frisst immer alles weg. Also bei ihr sieht am nächsten Tag das Behältnis immer so aus. Und Heu hat es ja auch schon einiges weggemampft, sage ich mal. Also sie ist eine gute Esserin hier, das Kaninchen hier. Obwohl sie nicht zu den Größten gehört, so haut sie doch immer alles relativ gut weg. So, die andere Mutti hier, die hoffentlich Mutti, da sehen wir noch die letzten Überreste des Kohls. Das hat sie nicht weggehauen. Ich weiß nicht, ob sie das als nicht essenswürdig empfunden hat. Ich pack das hier einfach mal zum Teil wieder rein. Vielleicht will sie es ja später nochmal essen, ne? So, Essen gibt es später. Wenn ich nachher mit meinem Kram dort fertig bin, dann werde ich ihnen schön was Leckeres servieren. Heute gibt es wieder Kohl, denn ich werde heute auch nicht dazu kommen, noch adäquates Grünes hier einzusammeln. Seht ihr diese Rose hier? Die werde ich hier auch kappen und dann werde ich das ganze Ding hier an die Kaninchen verfüttern. Ja, es wurde gesagt, ich könnte ja mal die ganzen Spinnenweben wegmachen. Diese beispielsweise. Und ja, das stimmt, das könnte mal machen. Ich habe mal einen YouTuber gesehen, das fand ich ein bisschen witzig. Auf diese Argumentenschiene würde ich mal so ein Stückchen auch drauf springen. Und zwar ist ja diese ganze Spinnenweben-Geschichte ein natürlicher Schutz vor Mücken, ne? Stichwort Virus etc. Und von daher lasse ich es so. Das ist natürlich ein bisschen zu einfach ausgedrückt, ne? Aber das spielt nun mitunter eine Rolle, sage ich mal. Aber ich sag mal, die Basis dessen, warum das da noch ist, ist einfach nur, weil ich bis jetzt noch keine Lust hatte, es wegzumachen, beziehungsweise einfach nicht dran gedacht habe, es wegzumachen. So, hier haben wir Nummer 1. Alles gut, Nummer 1. Ja, der sitzt da manchmal halb abwesend. Der Gute hier. Ja, ich bin auf morgen extremst gespannt. Ich denke, morgen werde ich wohl die ein oder anderen Kaninchen hier mal so ein bisschen zusammenführen. Aber dazu werden wir morgen kommen, ne? So, hier haben wir unseren Kaninchenstall in einem schönen Sommerlicht, sage ich mal. Hier haben wir das Dach. Ich habe gestern hier das Dach soweit fertig konstruiert und ihr seht hier
diese Glanztat an handwerklicher Leistung sozusagen. Also die Dachdecker unter uns werden jetzt wahrscheinlich so die Hände über den Kopf zusammenschlagen, aber ich musste halt mit der Situation funktionieren und da schwappt das hier so rüber. Ich denke, dass ich die dann so weitermachen werde hier, zusammenkleben und dann hier einmal so einen Kreis machen werde hier sozusagen, damit das Wasser nicht nur von der Seite, sondern auch von unten, das Grundwasser, wenn es mal stark regnet, nicht hochkommt, ne? Kleiner Scherz am Rande. Das wird jetzt noch abgeschnitten hier, schön elegant. Wie gesagt, ich musste das ein bisschen schief machen, weil der Bodenbereich hier so ein bisschen aus der Norm lief, sage ich mal. Hier wurde es ein bisschen breiter und diese Ecke ist weiter in diese Richtung gedrückt als diese Ecke hier. Und so musste ich so ein bisschen improvisieren und ich plane hier einfach so ein schönes Brett. Ich habe von diesen guten Brettern hier noch welche übrig. Einfach nur so eine Sichtschutz, eine Anti-Fusch-Sichtschutz Sperre dorthin zu machen und dann werden diese oberen Dinger hier, diese, nennt man die Dachpappen, Weltdachdinger, Weltdachelemente werden dann entsprechend auf Länge geschnitten und dann ist das auch alles sehr schön, ne? Also, als ich das hier gestern fertig gebaut habe im Regen, muss ich dazu sagen, ich kann es gar nicht oft genug sagen, hatte ich das fertiggestellt und dann stand ich hier an dieser Stelle hier, genau auf dieser Platte und habe hier sehr zufrieden nach oben geguckt, ne? Und dann denke ich, wieso läuft denn das Wasser hier runter? Seht ihr das? Da ist sogar das Wasser drauf gelaufen. Und zwar ist diese Stelle dort undicht. Das war natürlich, ich sag mal, so ein Punkt, der mich so ein bisschen ins Zweifeln gebracht hat über meine handwerklichen Künste, aber nur für einen Moment, ne? Danach habe ich das natürlich auch wieder alles widerlegen können. Also hier scheint irgendwie die Überlappung oder die Neigung des Daches nicht ganz so zu sein, wie es sein sollte. Bei dieser Geschichte war es ja ein ganzes Stück, wie ich gestern schon gesagt hatte. Und hier sind mehrere Lagen übereinander. Und ich denke, Sille wird's machen. Ne? Ich habe gestern mal in der Runde gefragt, ich meinte, wer kennt denn Sille? Und die ganzen Leute, nö, habe ich noch nie gehört. Ich meine, Silikon müsst ihr doch kennen, oder? Also, ich sag mal, wenn es schlecht gefuscht ist, Sille wird es richten. Ne? Da werde ich zwischen diese einzelnen Elemente nochmal so eine schöne Silikonwurst hineindrücken, ne? Schön silikonieren. Und dann sollte das auch relativ dicht sein. Also damit wollte ich jetzt hier keinen Schönheitswettbewerb gewinnen, sondern es soll einfach nur den Regen abhalten, wenn hier die ganzen Kaninchen da sind. Ja, also ihr seht, einiges ist hier noch zu machen, aber das ist alles nur noch so Kleinkram, ne? Das wird weggeräumt, die Steine kommen erstmal zur Seite und dann denke ich, werde ich hier in diesem Bereich diese einzelnen Bodenhaltungszellen errichten, fachmännisch, und mal schauen, wie das dann alles funktionieren wird. Aber ich will euch mit der Theorie hier nicht langweilen, sondern euch nur ein bisschen heiß machen auf das, was vor uns steht. Und zwar, wenn alles gut läuft, morgen. Aber das werden wir wirklich erst auch morgen erkennen können. Vielleicht wird ja das Dach nochmal gesondert meine Aufmerksamkeit heute brauchen, weil es nicht so funktioniert, wie ich es mir vorstelle. Dann wird es natürlich noch später werden, aber ich hoffe natürlich, dass ich heute schon damit anfange und eine Zelle sozusagen schon mal errichte. So. Alles sehr schmutzig hier, weil ich hatte diese ganzen Stähle hier erstmal außen vor gelassen und die werde ich dann auch im Anschluss spätestens morgen auch noch einmal sauber machen, damit das dann auch hier schön adrett ist, ne? Adrett ist immer gut. So, der blaue Wiener, sei gegrüßt, mein Lieber. Also, welche Gruppe werde ich dann als erstes rüber transferieren? Und zwar wird das diese untere Gruppe sein. Das sind jetzt 9 Kaninchen an der Zahl. Und die werden dann tatsächlich erstmal in diese eine Gruppe hinübergebracht. Martina hat auch gesagt, dass eventuell, und da gebe ich ihr ein Stück weit recht, eventuell könnte es Probleme geben, weil die Kaninchen ja nicht so einen kalten Boden gewöhnt sind. Bei ihr waren schon Minusgrade, also bei uns war es hier im hohen Norden noch nicht unter 10, 12 Grad, habe ich bis jetzt zumindest noch nicht so feststellen können. Von daher habe ich eigentlich die Hoffnung, dass das nicht so böse sein wird, in Anführungszeichen, also keine Probleme mit sich ziehen wird.
Und von daher, ich bin sehr gespannt. Ich hatte schon mal Bodenhaltung, aber das war in so einem Schuppen. In Anführungszeichen Bodenhaltung. Und das wird jetzt das erste Mal tatsächlich jetzt hier so in der freien Wildbahn, in Anführungszeichen, also im Rahmen dieser geografischen Position sein. Ja, diese Kaninchen gehen alle rüber. Ich erhoffe mir dadurch sehr viel weniger Arbeit und sehr viel besseres Fleisch, indem der ganze Muskelkram dort dann auch ein Stück weit angespornt wird zu wachsen. Ne? Diese Kaninchen hier müssen auch rüber wandern, weil die sind zurzeit extremst aktiv. Also die laufen hier ständig hin und her, also so in so einem Kreis im Uhrzeigersinn mehr oder weniger. Und von daher wird das für die auch Zeit, dass sie rüberkommen. Ist ja auch irgendwo eine extreme Lärmbelästigung, die diese Exemplare an Tierwesen hier verursachen. Ne? Und das hoffe ich zumindest, wird dadurch ein Stück eliminiert. Schon groß geworden hier. Er hier besonders, Nummer 4 hier, der Gute. Die sind ein bisschen kompakter hier, diese zwei. Der gehört auch noch mal so ein bisschen mit dazu. Also die gehen tatsächlich in ihren Vaters Richtung. Ne? Und das wird hier mein vollflächiger hier sein. Und mal schauen, wenn das dann alles passt, werde ich mal fürs nächste Jahr gucken, dass ich mal so ein paar interessante Rassen hier mit reinbringe. So. Ja, so sieht's aus. Also ich hätte euch heute schon gerne dieses Video gezeigt, aber ich muss es erst abdrehen und ich kann es erst abdrehen, wenn ich auch ein Stück weit vorangekommen bin. Und ich hoffe, dass ich euch morgen schon ein bisschen mehr präsentieren kann. Also in dem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderschönen restlichen Tag. Schaltet auch gerne nächstes Mal wieder ein. Abonniert diesen Kanal. Ich lade euch ganz herzlich dazu ein. Kostet nichts, ne? Also spricht grundsätzlich eigentlich dann auch nichts dagegen. Schreibt was in die Kommentare, schenkt mir einen Daumen nach oben. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.